Guten Tag, heute möchte ich euch eine Ausgabe des Magazins Easy Rider vorstellen. Diesmal Nummer 2 von 1982, hat gekostet 3,20 Mark. Und da ist ein sehr schöner Test drin über 380er, die von einem Sachs 80 SW Motor angetrieben werden, in dem Fall die KTM 80 RLW. Die Rixe RS80 und die Horex Rebel Sport 80. Die haben die ganz cool getestet im Winter bei Eis und Schnee. Das sieht man hier mal. Ne? Die Fahrer tragen Regenkombis oder Thermokombis. Hier sieht man mal so Detailaufnahmen, wie sich die Mopeds durch den Schnee wühlen. Drei Männer im Schnee, 80er auf dem Kältetrip. So coole Sachen, die hat nur Easy Rider gemacht, keine andere Zeitschrift. Auch großformatige Fotos immer hier oben nochmal. Ne? Hunger nach Sonne, Cockpit der Eisheiligen von der Rixe hier. Kann man das mal schön sehen, wie sich das auch von dem Cockpit der Ultra 80 unterscheidet. Sportskameraden, fröhliche Streifen und Verkleidung sorgen für Tempostimmung, so wurde das betitelt. Die drei Testmopeds. Und hier die technischen Daten, da wird nochmal drauf eingegangen, dass alle den Sachs-Motor haben, 80 SW, 5-Gang-Getriebe, Tankinhalte sind unterschiedlich, von 11,5 bis 14 Liter, Gewicht auch. Die Rixe ist die leichteste mit 93 Kilo und die KTM die schwerste mit 107. Und die Preise 4.455 Mark KTM, 4.199 Mark Horex, 4.275 Mark Rixe. Ja, da wurden die schön vorgestellt. Wie gesagt, mit tollen Fotos findet man in anderen Zeitschriften nicht so eine Vorstellung. Ganz toll fand ich auch immer diesen sogenannten Topshop hier. Da wurden tolle Sachen angeboten, wie zum Beispiel hier schicke Nieten zur Verzierung von Jacken und Hosen. Fransen, die man an die Jacke machen konnte. Malteser Kreuzspiegel, Motorhead-Aufnäher, Nietenarmbänder konnte man dann dort bestellen. Das gab es auch in anderen Zeitungen so nicht. Und ja, dann war eine Zeit lang immer so ein Shopper-Katalog da drin. Da waren dann die tollsten umgebauten Shopper drin. Hier zum Beispiel eine AME Honda auf CB57 Vorbasis. Oder die AME 900, die schon dann von einer 900er Bulldorn Motor hatte. Also das war auch schon was, das hat man sonst auch selten gesehen. Das war halt Zeitgeist damals, rein Vierzylinder in AME Rahmen so umzubauen. Da hat noch kaum einer von Harley gesprochen. Ja, hinten drauf noch Werbung von Tabak, Godewind. Sowas hat man in den 80er Jahren gerne gelesen. Schönen Tag noch, macht's gut.